Uhr? Duck dich, kleiner Prinz! Danke für deine Hilfe, Fuchs. Könntet ihr mir vielleicht runterhelfen, bitte? Natürlich. Gib mir deine Hand. Klick-Klack. Vielen Dank. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich abgestürzt. Ich heiße Linnea und ich bin eine Quadrix. Quietsch, Quatsch, Quadrix. Also, ich heiße Fuchs und das ist mein Freund, der kleine Prinz. Hier sollten wir nicht bleiben. Das ist richtig. Ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Kein Problem. Unser Felsiphantozaurus wird dich jetzt sicher nach Hause bringen. Sag mal, wie bist du denn ganz alleine auf diesen Spielplatz gekommen? Ich liebe es einfach zu spielen und das hat mir so gefehlt. Aber das ist doch kein schöner Spielplatz. Alle Geräte sind alt und kaputt. Ich liebe es auch zu spielen, aber deswegen ganz alleine im Nebel herumzulaufen, naja. Also wir Quadrixe müssen spielen, egal wie alt wir sind. Damit laden wir nämlich jedes Mal unsere Batterien auf. Sonst sind wir nichts weiter als langweilige Dosen. So! Linnea, sag mal, warum spielst du nicht mit den anderen Quadrixen? Das geht nicht. Der Weg dahin ist zu gefährlich wegen dem Nebel und diesen schwarzen Monstern. Aber ich hatte wirklich keine Lust mehr, immer im Dorf rumzuhängen. Ich habe den Eindruck, als hält euch dieser Nebel alle gefangen. Linnea! Linnea! Das ist mein Papa, Hegalix. Kommt mit! Danke, mein Freund. Hey, meine Kleine. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? Ja. Ich habe ein Karussell gefunden, das noch funktioniert hat. Aber dann ist es kaputt gegangen und auf dem Rückweg haben mich die schwarzen Monster angegriffen. Aber die da haben mir geholfen. Klick-Klack. Danke, dass ihr meine Tochter gerettet habt. Aber was stehen wir hier rum? Kommt doch mit ins Dorf. Kann ich auch auf deine Schulter, kleiner Prinz? Ja, bitte. Na gut, ausnahmsweise, du Faulpelz. Super fuchsig. Es sieht so aus, als ob sich alle in Zeitlupe bewegen. Wie erschöpft die aussehen. Die sind völlig am Ende. Sie haben keine Energie mehr. Klick-Klack. Klick-Klack. Hallo, ihr habt ja noch Energie. Wollt ihr spielen, kleine Quadrixe? Na dann, fangt mich doch und los geht's. Ihr kriegt mich nicht. Seid nicht so wild, Kinder. Verschwendet nicht das bisschen Energie, das ihr noch habt. Hegalix, kann ich etwas tun, um euch zu helfen? Komm mit, ich zeig dir mal was. Komm rein, kleiner Prinz. Ich erzähl dir, was passiert ist, solange ich noch die Kraft dazu habe. Früher gab es keinen Nebel. Wir sind jeden Tag spielen gegangen, solange wir wollten. Erwachsene und Kinder. Wir hatten Spaß dabei und hatten Energie ohne Ende. Wir sind Karussell gefahren und Seilbahn. Wir haben geschaukelt und sind gerutscht. Dieser Spielplatz ist lebenswichtig für uns. Also haben die Spielsachen damals noch funktioniert. Warum ist dann jetzt alles kaputt? Tja, es ist wegen Amboss, unserem Schmied. Er kümmert sich schon ewig nicht mehr darum. Keiner hat ihn mehr gesehen, seit der Nebel hier ist. Ich fürchte, dass ihm etwas passiert ist. Du hilfst uns doch, oder, kleiner Prinz? Mhm.